Was war denn das spektakulärste Fahrzeug, das Sie in Ihrer Rennkarriere fahren durften? Na, das war eigentlich zu meinem Karriereende, das war der Porsche 917, der Zwölfzylinder. Denn das war am Anfang, also in dem Jahr 69, ein Ungetüm. Das war eine Bestie. Das war also, wir haben also nicht Angst gehabt, aber das Fahrzeug hat gemacht, was es wollte mit uns ungefähr. Bis wir das also so hatten, dass wir es wirklich mit der Kraft, die der hatte, ausfahren konnte, hat es ein Jahr gedauert. Aber dann war es ein Fahrzeug, wo spektakulär war. Unfahrbar. Also unfahrbar. Da waren Sie ein Löwenbändiger bei dem Auto. So kann man sagen. Stuttgarter Hofbräu. Das Bier, das unsere Sprache spricht. Stuttgarter Hofbräu.